Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Winkmantel. Ich begrüße euch recht herzlich in Just Cause 3 und das ist Folge 2. Ja, die erste Mission haben wir irgendwie beim letzten Mal geschafft. Ich bin auch eben schon mal losgeeiert und habe dann irgendwie die Map nicht gefunden, weil ich ja jetzt mein schönes Gerät hier am Arm irgendwie erneuern soll. Und hier ist die Map. Ich habe sie tatsächlich gefunden. Karte, da bin ich. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinwollen. Was ist das? Zeit für ein Upgrade. Genau, da müssen wir hin. Kann ich hier Wegpunkt setzen? Perfekt. So, okay. Also, da wollen wir hin. Jetzt hätte ich natürlich gerne irgendwie noch gewusst. Also eine kleine Map, wo man sieht, wo man hinfahren muss und so weiter, wäre natürlich Bombe gewesen. Ah, auf der Straße. Okay, ich habe nichts gesagt, behaupte wie das Gegenteil. Erstmal will ich auch noch erwähnen, super herzlichen Dank, dass ihr mir Mut macht und sagt irgendwie, ja klar, mach weiter, ist cool, macht Spaß irgendwie, dir zuzugucken und so weiter. Also das finde ich schon mal richtig geil. Das freut mich sehr. Einige Anregungen halt auch gekriegt. Leider ist das letzte Mal wohl anscheinend meine Tonspur so ein bisschen verkackt. Ich hoffe, das wird diesmal besser sein. Okay, das mit dem Fahren habe ich noch nicht so drauf. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier die Handbremse ist. Ja, ich hoffe, dass das mit der Tonspur diesmal besser funktioniert. Rechts vor links. Oh Gott, da hat mich irgendeiner gesehen. Fahren wir erstmal gemütlich unser Upgrade holen für unser Armdingsbums. Bumsdings. Okay, da sind wir dann auch da. So, wir parken mal vernünftig. Das ist auch, die haben echt schöne Autos hier, ne? Das muss man mal so sagen. Also manche Autos sind, hey, sind richtig schön. Oh, ein nettes Auto. Und was sehen wir da? Waffen. Das gefällt mir. Ja. Das Ding sieht tödlich aus. Ja, das stimmt. Und dann hätten wir hier noch ein MG. Gucken. Ja. Nehmen wir. So, warte mal. Mission starten. Na denn. Hier gibt es dann auch immer wieder mal ein paar Tipps. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit, ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Sie. Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Thema. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Thema. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir Na dann. Uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Oh
Machen wir mal einen Test. Jetzt wird erst nochmal geladen. Und dann schauen wir mal. Wähle die Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Ah, gut. Und jetzt nochmal. Ich muss Anfängerglück ausschließen. Als ob. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Okay. Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. Wie fliegen. Guten Tag. Ja, das muss man ein bisschen üben, aber dann geht's eigentlich, ne? Kann man sich schön, Hier, warte. Was? Oh. So. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Tsch. Ach, Quatsch. Ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Mhm. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Mhm. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Wie wir das ohne rumballern, obwohl ich ja sehr gerne rumballere. Maus 2, um Verbindung herzustellen. Ist doch jetzt. Ich habe da eine Verbindung hergestellt. Die Frage ist... Ach, oh, entschuldigen Sie bitte. Ach, da befestigen. Nee, warte mal, da befestigen, so. Nein, festhalten. So. Und so. Verbindung, Umschalt einziehen. Ah! Ich gehe rein. Ups. Oh-oh. Hubla. Okay. Also da, dann darüber. Und dann einziehen. Ups. Da, dann da. Oh, 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 das ging aber schnell. Okay. Haken funktioniert jetzt. Außerdem erbitte ich Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten. Oh Gott. Ich glaube, die Jungs standen ein bisschen zu nah dran. Ist das schlimm, dass hier Kollateralschaden, würde ich sagen, wa? Achso, pass auf, jetzt probieren wir das mal aus und fliegen mal zu ihr. Also in etwa so. Ach nee, das war wohl nächster Satz mit X. Nochmal. So, in etwa. Das Feuer.
Das war eine Buschlandung. Okay, also hängen wir jetzt noch so ein Ding dran. Mal gucken, so wie lange die Folge dann wird. Aber... Die Firewall ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden, oder was? Unpraktisch. Na, was soll's? Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag. Für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel soll das werden? Hm? Fertig. Du hast jetzt einen Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Anfang. Fliegt zur Brücke. Ich hoffe, es funktioniert. Für uns beide, Rico. Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Flieg, Schubs, zack. Leer von der Klippe springen. Ah, E um Wingsuit. Hey, Dima, dieser Wingsuit ist nicht übel. Gescheitert. Okay, das muss man vielleicht irgendwie nochmal machen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Dieser Wingsuit ist nicht übel. Schön, dass es dir gefällt. Schnell zur Brücke. Okay, 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 okay. Wir trudeln. Zur Brücke. Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. Hab dir oh, ein experimentelles Gerät GI-64 gegeben. Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Hier deponieren. Dann versuchen wir mal irgendwie hier zu landen. Das wird doch, glaube ich, die Hauptgeschichte. So. Wir haben es geschafft. Da habe ich ein Seil gespannt. Sprengsatz. Lösen. Feststell. Ah, okay. Nee. So, und jetzt Maus 1. Scheiße, ich krieg's nicht hin. So, nochmal. So, jetzt habe ich das Ding in der Hand. Maus 1 ist doch das. Warum reagiert das dann nicht? Okay, ich versuch's erstmal hier drüben. Oder muss ich hier unten, muss ich unten drunter? Hä, das verstehe ich nicht nochmal. Ich habe den Sprengsatz. Und wenn ich dann... Hä? Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Maus 1, Sprengsatz deponieren. Ich kraft wieder schon wieder irgendwas nicht. Muss ich hier unten drunter irgendwie hin? Ne. Irgendwie nicht. Aber wie kann ich das blöde Ding... Ah, ich muss Feststelltaste festhalten. Dann geht's. Nein.
Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. So, dann huscheln wir mal hier mal ein bisschen durch den... Okay. Der Konvoi kann kommen. Erhalten. Feindlicher Konvoi. Von wo kommt der feindliche Konvoi denn? Ach, da. Die Ravellos Armee wird sich fragen, was passiert ist. Hoppala. Geschafft. Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen, oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. In der Nähe sind zwei Boden-Luftraketen-Batterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. Greife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Okay, dann hacken wir mal das gute Stück. Batterie ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Was auf die andere Seite? Was für eine andere Seite? Oh, ich muss mich ja beeilen. Na, hör doch mal auf da mit deiner Rumspielerei, Mann! So, das ist doch was anderes. Bleibst du mal stehen, du Karre? Okay, das war's. Erhalten? So macht man sich Freunde. Trifft das Ding auch irgendwann? Ja, tatsächlich. Den noch? Gute Arbeit, Dima. Danke, dass du mein Testsubjekt warst. Bis später. Bitte kommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grandmatre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen, over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Hier? Over. Außerdem musst du over sagen. Keine Gedanken über Funkgeräte. Gran Madre kocht schon. Sei pünktlich. Over. Das ist doch jetzt fast eine Kleinigkeit, oder? Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Gran Madre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Gran Madre. Gran Madre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich hab auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario... Wirst du jetzt zum Philosophen, oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht. Wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre! Wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario. Respekt.
Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Viselectra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Okay, Yam-Yam-Zeit. Ich weiß nicht, was es gibt, aber hey, was soll's. Ja, dann bedeutet, wir haben einiges vor. Mission abgeschlossen. Das Video sollte jetzt so um die 20 Minuten sein. Komm her, wir machen nur eine drauf. Wir hauen nur einen drauf. Hey, was soll's. So, was liegt jetzt Hallo, an? Hallo Rico, willkommen zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Manea zu befreien und das Kraftwerk von Viselectra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Tabulator. Tabulator? Das sieht nicht aus wie ein Tabulator. Tabulator. Ich weiß gerade nicht, wo der Tabulator ist. Ist es das hier? Nein. Das hier? Nein. Okay. Eigentlich ein total geiles Auto, wollte ich noch sagen. Öffne das Funkgerät. Tabulator. Aber das ist doch der Tabulator. Hier erfährst du mehr über die ausgewählte Mission und deine Belohnung, wenn du sie abschließt. Was haben wir da? Okay. Leertaste weiter. Hier erfährst du, wie man die Mission freischaltet. In dem Fall musst du Manea befreien. Wähle Manea aus. Hier siehst du deine Liste von Chaos-Objekten, die du zerstören musst, um die Ansiedlung zu befreien. Es wird Zeit, nach Manea aufzubrechen. Propagandaplakat, Polizeistation, Treibstofftank, Lautsprecher, Statue, Flagge hissen. Transformator haben wir schon geplättet. Kontextmenü, Wegpunkt setzen. Gute Arbeit, schalte jetzt das Funkgerät aus, indem ich nochmal Tabulator drücke. Jetzt habe ich verstanden, was er von mir wollte. Ja, ich weiß, manchmal bin ich ein wenig schwerfällig. Ich würde lieber das hier, das Auto fahren. Das ist eigentlich 1000-mal geiler als das hier. In Fahrzeug einsteigen. Ich habe das Gefühl, dass die Mission etwas länger dauern könnte. Tütüt. Entschuldigung mal, ich müsste hier mal vorbeifahren. Hallo? Boah, Alter, das ist aber auch nicht so einfach hier mit der Fahrerei. Ich brauche dringend einen Jeep. Guten Tag. Ich würde sagen, das war knapp.
Das war die beste Idee des Tages. Warum war das immer eine gute Idee? Vorhin habe ich auch schon mal ein Auto versenkt. Und dann sagte er, das war die beste Idee des Tages. Jetzt habe ich ja vergessen, dass da, In deiner Nähe ist ein Fahrzeug mit einem gefangenen Rebellen. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit, Rico. Oh, okay, das war vielleicht nicht so gut. So, wo muss ich jetzt hin? Alarmstufe zurücksetzen und beschützen. Oh, Entschuldigung. 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 Gewaltausschreitungen. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Boah. Alarmstufe 1. Oh, scheiße, jetzt fahren sie nicht mehr her hier. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich jetzt hier die Alarmstufe ausschalte? Wird doch schwieriger als es wenn die ganze Zeit hinter mir sind. Wie soll ich denn das schaffen? Oder sind Kühe? Da ich ja jetzt einen Jeep habe ich mir überlegt. Die Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Okay, das sieht nicht so gut aus. Verstärkung ist unterwegs. Ja, es war klar, dass ich wieder gegen 1000 Bäume fahre. Wie soll ich denen jetzt entkommen? An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Oh je, ob das gut geht. An alle Einheiten. Zielperson ist entkommen. Halten die Augen offen. Rebellen absetzen, okay. Die Frage ist jetzt, wo muss ich ihn absetzen? Gibt es da irgendwo einen Punkt oder sowas? Wie groß ist eigentlich die Map hier? Sorgos. Hier ist einiges los, hä? Da ist nur Wasser. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier hin muss, wa? Vorposten befreit. Ja. Aber wo ich den jetzt absetzen muss... Weiß ich jetzt aber dadurch denn auch nicht. Ja, Alter. Rebell absetzen. Waffe. Oh, 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 oh. Das kann nicht gut für den Motor sein. Okay. Ich glaube, das Auto ist leicht explodiert. Mit dem Absetzen habe ich noch die Begegnung abgeschlossen. Du bist tot. Okay, Begegnung abgeschlossen, aber ich bin tot. Aber die Begegnung ist abgeschlossen. Gut, ich würde sagen, ich beende das jetzt erstmal hier, die Folge 2. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit mir zusammen. Ja, und ihr freut euch auf die dritte Folge. Bis jetzt auf jeden Fall das Ganze schon mal recht lustig. Und wie gehabt,
Über einen Däumchen würde ich mich super freuen. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.